sind Amerikaner die gewalttätigste Nation der Welt. Da ist auf der anderen Seite natürlich die Politik, solche Dinge wie Kriege. Aber da ich hier lebe und jeden Tag mit Amerikanern zu tun habe, habe ich ein sehr gutes Gefühl dafür, wie gewaltbereit eigentlich Amerikaner als Personen sind. Heute erzähle ich euch mal von meinen Erfahrungen. Eine Sache hatte ich bei vielen meiner anderen Videos schon erwähnt und das kann ich allumfassend über alle Amerikaner eigentlich behaupten. Erstens, der Amerikaner lässt sich nichts gefallen. Und zweitens, der Amerikaner ist tendenziell immer dazu bereit, sich einer Herausforderung zu stellen. Zum Beispiel, wenn man Amerikaner herausfordert. Stell dir mal so in Deutschland eine Gruppe von asozialen Jugendlichen vor, als wären sie gerade so aus dem Fitnessstudio rausgekommen, so breit gebaut, goldene Ketten, Bartwuchs, ja, die Sprache, die sie sprechen, alles andere als gediegen und geschmiedig, sondern eher so super lässig und stechend, weißt du, kommen so einem so entgegen, ja, so. Und du, so ein Typ, ja, oder irgendein anderer, ja, so ein dünner Hering, Brille, gut gekleidet, hellhäutig, ja. In Deutschland habe ich schon solche Szenen vor allem in den 80ern und 90er Jahren erlebt, wo Jugendliche auf ihn so zugehen und sagen, was guckst du, du Otto, sagt so der eine, ja, und dann geht die Schubserei los und so weiter. Eine solche Szene ist in den USA sehr, sehr unwahrscheinlich. Zumal der dünne Hering, so bezeichne ich ihn mal, plötzlich Folgendes machen würde. Ein ganz kleiner Szenenwechsel. Ich will euch heute eine App zeigen, die euer Leben komplett verändern kann. Dazu ganz kurz, ich wollte euch schon immer mal etwas verraten. Wir sehen ja diese ganzen erfolgreichen Menschen auf der Welt, die ohne Erbe es nach ganz oben geschafft haben. Wille, Fleiß und Mut ist die Voraussetzung, aber reicht nicht aus. Es gibt einen ganz entscheidenden Punkt und ohne das keine Chance. Wissen. Ohne Bücher zu lesen, Romane, Psychologie, Wirtschaft, Soziales, Geschichte, kann niemand erfolgreich werden. Es sei denn, man erbt Millionen, okay. Aber abgesehen davon muss man lesen. Es geht um Blinkist, mein heutiger Sponsor. Die haben aber nicht nur eine schier unendliche Auswahl an Büchern, Fachbüchern, Podcasts und so weiter, wie auch unter diesen Kategorien. Jedes dieser Fachbücher werden innerhalb von 15 bis 25 Minuten vorgelesen. Ich zum Beispiel kann 10 bis 15 Bücher so am Tag vorgelesen bekommen oder auch einfach selbst lesen. Darunter sind auch Bestseller. Erstens, ich bekomme eine klasse Übersicht über die Themen und das Wissen darin in kürzester Zeit. Zweitens, wenn ich ein Buch entdecke, was mich fasziniert, dann schaue ich tiefer rein. Blinkist spart einfach so viel Zeit und macht unglaublich Spaß. Diese eine Funktion ist absolute Spitzenklasse. Klasse, wenn ein Freund von dir schon Blinkist abonniert hat, kannst du ihn oder sie bitten, einen Titel mit dir zu teilen. Dann kannst du das kostenlos lesen oder hören. What? Nennt sich Blinkist Connect. Mit dem speziellen Link unten in meiner Beschreibung für Leben USA-Zuschauer gibt es Blinkist 40% ermäßigt und ihr könnt es auch 7 Tage kostenlos testen. Okay, Szenenwechsel zu Ende. Dieser dünne Hering, der könnte seine Knarre ziehen und auf die Jugendlichen einfach drauf losballern. Oder im weniger schlimmen Fall könnte er sein Messer rausziehen und um sich herumstechen. In meisten der Fälle jedoch würde er einfach nur mit Fäusten sich heftig wehren. Kurzum, was ich sagen will ist, in den USA wehren sich die Leute, egal wie sie aussehen und auch wenn sie unterlegen sind. Die Gewaltbereitschaft ist immer und jederzeit vorhanden. Und auch etwas ganz Wichtiges, in Amerika herrscht eine Art von Ego. Viele denken, sie sind schlauer, kräftiger, haben Rechte, Ansprüche. Ihr kennt das, ja? Wir sind die beste und reichste Nation der Welt. Amerika ist Nummer 1. Ich bin Amerikaner, ich bin die Nummer 1. Ich lasse mir von niemandem was gefallen. Da ist so erstmal ja eine ganz andere Art und Weise, wie man das jetzt aus Deutschland kennt. Und ich würde mich vor allem in den USA vor Menschen fürchten, die sehr schwach und unschuldig aussehen. Jemand, der auch so durch die Gegend streift in einem Land wie Amerika, wo im Grunde tatsächlich jeder, also jederzeit und überall da es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen kann, sind viele Menschen auch entsprechend vorbereitet und gewappnet. Und viele meiner Freunde haben ein Messer zum Beispiel in der Hosentasche, obwohl das versteckte Tragen von Messern in Kalifornien verboten ist. Immer wenn ich so eine Schere oder so brauche, weil ich so ein Pulli irgendwo so ein Faden raushängt, ich dann oder eine Verpackung nicht aufbekomme oder so, irgendwer zieht einer meiner amerikanischen Freunde so ein Messer auf einmal raus und hilft mir da aus. Und immer sind es meine Freunde, wo ich niemals davon ausgegangen wäre, dass die so einen riesen Teil aus der Hosentasche
Tasche rausziehen, als wäre das so ihr Portemonnaie. Ich erinnere mich so an meinen Besuch am Tag der offenen Tür in der Hauptschule in meiner Stadt in Köln. Am ersten Schultag der ersten Klasse nach den Sommerferien am Montessori-Gebäude in Köln-Bickendorf war das übrigens, wo Hauptschule und Gymnasium am gleichen Gebäude waren. Unsere Lehrer haben uns an dem Tag erlaubt, die Hauptschule zu besuchen, um uns einen Eindruck zu machen. Wer nicht hinging, ja, musste ganz normal am Unterricht teilnehmen. Kein einziger in meiner Klasse hat sich getraut. In der Regel, wenn du dich als Gymnasiaster in dem anderen Teil des Trakt des Gebäudes im Hauptschultrakt halt verirrst, kriegst du eins aufs Maul. So war das in den 80ern, ja. Aber doch bevor ich auch nur eine Minute im Chemieunterrichtsraum sitze, bin ich freiwillig zum Hauptschulunterricht gegangen am Tag der offenen Tür. Ich krieg lieber 45 Minuten eins aufs Maul, als eine Minute länger meinen Chemielehrer zu ertragen. Also bin ich da rein, wartete vor dem Klassenraum der Hauptschule, damit der Lehrer kommt und den Unterricht startet. Ich fand die Schüler übrigens allesamt super lustig. Die meiste Zeit haben sie über Kampfsport gesprochen und auch gezeigt, welche Schläge am effektivsten sind. Einer machte so einen Spagat vor der Klasse, ein anderer hatte ein Springmesser bei sich. Die anderen debattierten, ob Kung Fu effektiver ist als Aikido. Der andere sagte, du Otto, Wing Chun ist das Krasseste. Das waren so die Gespräche vor der Klasse, ich erinnere mich noch. Also viele von euch wissen vielleicht aus meinen alten Videos, ich komme aus einem Ghetto in Köln. Ungefähr 1% Menschen mit deutscher Herkunft. Kurzum, ich fühlte mich vor dem Klassenraum wie zu Hause letzten Endes. Es dauerte nicht lange. Einer von denen war ein ziemlich aggressiver Bursche, ja, also so richtig böser Blick, also definitiv kräftiger gebaut als ich. So ein typischer Bully halt, ja, nicht wie die anderen, die eher so lustig waren. Er war so der Oberboss-Schläger-Typ der Gruppe. Und ausgerechnet der kam zu mir und sagte so wortwörtlich: Wer bist du? Ich sagte zu ihm, das habe ich gesagt, Scht, sag null. Das heißt auf Türkisch sowas wie chill. Das hatte ich mir angelernt, ja, es auch genauso auszusprechen, exakt mit dem Blick. Der war total baff. Auf einmal hatte er solche Augen und sofort dann so zu mir, bist du Türke? Wie heißt du? Und ich daraufhin, ich komme aus Köln-Bilderstöckchen. Und der hat sich dann kaputt gedacht. Er hieß dann, ich glaube, ja genau, Erkan hieß er. Also Erkan und William, ich, ne? Wir hatten definitiv keine Zukunft. Aber immerhin hat er mich nicht den Kopf rausgerissen. Also definitiv ein Gewinn für mich. Und dann sah ich Mark, einer meiner Mitschüler aus der Parallelklasse vom Gymnasium. Also ich kam klar mit den Jungs. Wie gesagt, ich komme aus dem Ghetto, ist kein Problem. Aber der passte irgendwie überhaupt nicht da rein, ja? Der wollte auch die Hauptschulklasse besuchen und Marks Mutter kam aber aus Amerika, das weiß ich noch. Er war also ein Amerikaner, deswegen habe ich immer gehört, der soll also im Englischkurs immer so super gewesen sein, aber ich war ja in der Parallelklasse, also ich habe das nicht mitbekommen. Wir waren also zwei Gymnasiasten, die wohl den Tag der offenen Tür bevorzugten, als im Unterricht zu sitzen. Mark war sehr gut gekleidet, er hatte so ein Hemd, darüber so ein Wollpulli, also so ein typischer, braver Gymnasiast halt. Dann ging endlich der Unterricht los. Ich habe es nicht mitbekommen, aber zwischen Mark und Erkan, ja, dem Erkan da, ging auf einmal mitten im Unterricht so eine laute, wörtliche Auseinandersetzung los. Erkan schrie so irgendwie so, halt's Maul, du Otto, oder ich mach dich dem Erdboden gleich. So irgendwie sowas in der Art halt. Ich dachte, ey, was ist denn jetzt los hier? Auf einmal stand Mark auf, ja, wie aus der Pistole geschossen, schrie, ey, komm her, du Wick. Wick, Hustenbonbon. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, Mark schrie, er schrie, komm her, du Wick, Hustenbonbon. Ich kann das Wort nicht aussprechen, sonst bekomme ich Probleme bei YouTube. Und prügelte dann auf Erkan ein. Es flogen die Fäuste, sage ich euch. Erkan bekam ordentlich eins aufs Maul. Auch Mark bekam so einiges ab. Und die anderen Schüler zerrten beide auseinander. Also mitten im Unterricht. Einige klopften Mark auf die Schulter. Ey, Alter, krasser Typ, Mann. Und Mark verließ den Raum und schrie noch hinterher. Komm raus, ich warte hier. Andere hielten Erkan zurück. Ey, lass den, der ist krank im Kopf. Und der Lehrer sagte nichts. Und das war auch irgendwie sehr interessant zu beobachten, diese gesamte Szene. Auf jeden Fall, das
beste, also es war definitiv nicht Erkans Tag, an jenem Tag. Das beste Erlebnis, wirklich, Tag der offenen Tür, das war super geil. Besser als jeder Chemieunterricht, auf jeden Fall. Ich habe Marc Wochen später darauf angesprochen, so, ey, sag mal Marc, bist einfach auf diesen Rabauken da losgegangen, was ist passiert? Und Marc daraufhin, ja, der hat mich angemacht und sagte, willst du eins aufs Maul? Und ich habe gesagt, ja klar, und bin auf den los. Ich so, okay, wow. Ich hätte nie gedacht, ja, dass der so drauf ist. Das sah überhaupt nicht so aus. Das ist mir als Schlüsselerlebnis immer im Kopf geblieben. Die Amerikaner lassen sich nichts gefallen. Das ist deren Kultur, sich zu wehren. Hier in den USA, interessanterweise, kann ich hier selbst in schlimmsten Vierteln oft ohne Bedenken spazieren gehen. Wir haben hier in San Diego ein Viertel, das nennt sich El Cajon Boulevard. Und in der Höhe zu College, so heißt die Gegend, könnt ihr in der Map nachschauen, in der Karte. Früher habe ich mal aus dieser Mappe gesagt. Mappe, könnt ihr in der Mappe nachschauen. Also da gibt es also sehr viele heruntergekommene Gegenden. Und an vielen Ecken, da sind auch Frauen, die Dienste anbieten und ihre steuerbefreiten Arbeitgeber sind in unmittelbarer, sichtbarer Nähe. Einige verkaufen auch einige bestimmte Substanzen, Weghustenbonbons natürlich. Ich bin fast jeden Freitag in diesem Viertel, weil eines der ältesten und größten Billardsäle dort ist. Und wenn man etwas weiter parkt, läuft man einfach an diesen Leuten vorbei. Entweder werde ich gegrüßt oder man schaut mich nicht mal an. Und ich weiß genau, warum das so ist. Keiner möchte sich hier mit dem anderen anlegen, denn die Amerikaner wissen, wie man hier auf Aggressivität sofort also kontern reagiert. Und das Thema habe ich ja schon mal angerissen und viele in meinen Kommentaren haben dann gesagt, na toll, weil jeder Angst um sein Leben hat, ist man in den USA also freundlich. Daher kommt die Freundlichkeit der Menschen, nein danke. Also erstens, ja, die Menschen sind hier sehr freundlich. Man wird überall gegrüßt und mit Respekt behandelt, das ist korrekt. Aber kommt das aus der Angst? Also das ist schwer zu sagen, denn man hat ja keine Angst, solange man freundlich bleibt, ja? Fasse ich deswegen nicht in die Steckdose, weil ich vor dem Stromschlag Angst habe? Ist das der Grund? Und würde der Stromschlag mich nicht verletzen, würde ich dann jeden Tag in die Steckdose reinfassen? Also schaue ich deswegen nicht direkt in die Sonne, weil es meine Augen zerstört? Und würde es nichts ausmachen, sage ich mal, würde ich dann ständig, also würden Menschen ständig tagelang, immer stundenlang in die Sonne reinschauen? Hey Bill, wir gehen einen trinken, kommst du mit? Nein, ich bin beschäftigt. Das sind hier einfache Dinge, die man einfach nicht tut. Und Freundlichkeit ist ein taktvoller Umgang miteinander, der hier ebenso zur Kultur gehört und ganz normal ist. Wenn du einen Amerikaner fragen würdest, ob er lächelt, damit er keinen aufs Maul bekommt, würde er mit Sicherheit antworten, ja, nee, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich lächle und grüße, weil es sich so gehört. Aber ja, würde er nicht grüßen und Leute anglotzen, würde er wahrscheinlich ab und zu eins aufs Maul bekommen. Das ist auch korrekt. Keiner schaut dir hier in die Augen länger als eine Sekunde. Vor allem, wenn du merkst, dass dich jemand beobachtet, dann schaut der sofort weg, als würde er so durch die Gegend schauen. Ja? Ein Blick ist hier ebenfalls eine Aufforderung zum Streit. Und wenn du dabei erwischt wirst, also jemanden anzuglotzen, dann machst du den hier und dann guckst du weg. Ja? Und der lächelt dann auch zurück und das bedeutet, ich bin ein Freund, ja? Und deswegen wird hier super oft gegrüßt. Wenn du hier jemanden also anglotzen würdest, dann kommt der oder sie zu dir und sagt, hast du ein Problem mit mir? Aber man lernt ja auch in der Erziehung, dass das Anschauen von Menschen als unhöflich gilt. Kinder werden immer gewarnt, glotz nicht so, das gehört sich nicht. Ich möchte auch mal ein Video über die Kindererziehung hier machen, wo so die Unterschiede zwischen Deutschen und Amerikanern liegen. Hier mal so typische Dinge, die hier zu Konfrontationen führen können. Übrigens einen Radfahrer anmahnen, dass hier kein Radweg sei, ja, der würde aussteigen und dich fragen, was ist dein Problem? Im Straßenverkehr passiert das oft, diese enden in den USA schon mal in Schießereien. Hier auf der I-8, Interstate 8, bei mir um die Ecke, also Autobahn 8 oder sowas, da wurde ein Autofahrer von einem anderen angeschossen.
fuhr zur nächsten Ausfahrt, rief dort die Polizei und Krankenwagen kam an und während er so viel Blut verlor, er überlebte. Der Täter wurde bis heute nicht gefasst. Der Täter fuhr übrigens ein Volkswagen Beetle, auch jetzt nicht ein Autotyp, von dessen Fahrer man diese Aktion jetzt erwarten würde. Das kann ja passieren, wenn du jemanden anhubst, anschreist oder sonst irgendwie anpöbelst. Dabei ist es ja so, dass der andere gar nicht erst weiß, was er oder sie falsch gemacht hat. Ja, die fahren hier teilweise wie die Letzten, weil sie es nicht anders kennen. Die sehen nur, dass jemand Wildfremder sie attackiert. Also attackieren sie zurück. Folgendes ist hier letztens passiert. Mir ist ein Auto auf einer Einbahnstraße falsch entgegengekommen. Ich hielt an und er auch. Nach einer peinlichen Schweigemomenten wurde ich dann tätig. Ich setzte ein Lächeln auf und dann stieg ich aus. Ganz wichtig, ja, lächeln. So weiß der andere, ich komme jetzt nicht auf ihn zu, um ihn abzumurksen, ja. Lasse deine Knarren also liegen, ja. Ja, ich bin kein Feind. Hier, guck, ich lächle. Und dann bin ich zu ihm und nach ein wenig verunsichertem Zögern hat er das Fenster so ein bisschen runtergelassen und ich habe dann immer solche Gesten gemacht, ne. Und dann habe ich gesagt, hast du eine Idee, wie wir so aneinander vorbeikommen? Soll ich zurückfahren oder du? Ja. Und der sagte dann, ach herrje, ich glaube, ich bin falsch reingefahren. Und ich daraufhin, no worries. Ja, das ist sowas wie, mach dir keine Sorgen. Und der ist zurückgefahren, ich an ihm vorbei, ich habe mich bedankt, er auch, ja, boom. So läuft das in den USA. Ständig. Ich lese übrigens alle Kommentare und ja, bis bald.